Komm an Bord und werde Teil unseres Teams. Denn wir leben Gesundheit. Von Mensch zu Mensch sind wir da, um unseren Patienten und Patientinnen zu helfen. An lebenswerten Standorten in einer Wohlfühlregion. Sana Kliniken Niederlausitz. Dein Job im Lausitzer Aufbruch. Hallo und herzlich willkommen zu Seenluft 24, die Woche mit den aktuellen Nachrichten und den wichtigsten Meldungen der Woche. Die Fliegerlegende Heinz-Dieter Kallbach hat am vergangenen Wochenende seinen früheren Heimatort besucht. Deutschlands dienstältester Pilot lebte 10 Jahre in der Keune in Kleinleipisch. In seiner ehemaligen Schule las er mit der Schauspielerin Renate Geißler aus seiner Biografie Mayday über Saragossa. Bekannt wurde Kallbach durch seine legendäre Landung einer Interflugmaschine IL-62 auf einem Acker in Stölln. Das brachte ihn auch ins Guinness-Buch der Rekorde. In seiner Fliegerkarriere sammelte er 34.000 Flugstunden, erlebte über 530 Erdumrundungen und meisterte einige kritische Situationen. Mit jetzt über 80 Jahren gibt er auch heute noch im Flugsimulator seine Erfahrung an künftige Piloten weiter. Woher wissen blinde Menschen, ob es Tag oder Nacht ist? Diese und ähnliche Fragen standen in dieser Woche in Großrieschen im Mittelpunkt. Und zwar im Rahmen einer Veranstaltung der Reihe Toleranz durch Dialog. Der Landkreis OSL und das staatliche Schulamt Cottbus haben das Programm Toleranz durch Dialog aufleben lassen. Dabei berichten Menschen mit Behinderungen Grundschulkindern von ihrem Alltag und geben ihnen die Möglichkeit, selbst in die Rolle zu schlüpfen. An diesem Mittwoch wurde die Reihe an der Pestalozzi-Grundschule in Großrieschen fortgesetzt. Dort trafen die Jungen und Mädchen auch auf Dirk Schulze aus Doberlug-Kirchhain. Er ist seit einem Motorradunfall 2012 querschnittsgelähmt. Die Kinder verfolgten interessiert, wie er mit dem Rollstuhl über eine Rampe manövriert, ein Hindernis umfährt oder eine Bordsteinkante überwinden kann. Und konnten dies anschließend selbst ausprobieren. Am Projekt interessierte Schulen und Referentinnen oder Referenten können sich an das Bildungsbüro des OSL-Kreises wenden. Nach Einschränkungen durch Markierungsarbeiten auf der B169 in dieser Woche wird in der kommenden Woche ein Abschnitt der B169 vollgesperrt. Grund sind weitere Fahrbahnmarkierungsarbeiten. Konkret handelt es sich um den Bereich zwischen der Anschlussstelle Hörlitz bis zum Knotenpunkt Senftenberg. Gesperrt wird er von Montag bis voraussichtlich Freitag täglich zwischen 7 und 18 Uhr. Da die Arbeiten witterungsabhängig sind, könnten sich die Einschränkungen gegebenenfalls verlängern. Eine Umleitung durch Senftenberg ist ausgeschildert. Der Landesbetrieb Straßenwesen bittet um Verständnis. Zahlreiche Motorradfans haben sich am vergangenen Sonntag wieder auf dem Markt in Senftenberg versammelt. Ziel war es, gemeinsam und gesegnet in die rollende Saison im Lausitzer Seenland zu starten. Mehr als 530 Biker haben am vergangenen Sonntag in Senftenberg die neue Motorradsaison eingeläutet. Der traditionelle Biker-Gottesdienst zur Eröffnung wurde bereits zum 18. Mal durchgeführt. Zum Vergleich, 2004 kamen zum Segen lediglich 45 Motorradfahrer bei Regenwetter auf den Marktplatz. Am 7. April wurde nun eine neue Rekordbeteiligung registriert. Vom Stadtzentrum ging es dann zur gemeinsamen Ausfahrt rund um den See. Und das ließ sich auch Senftenbergs Stadtoberhaupt als Sozius nicht entgehen. Bei einem Treffen am Montag in Peikwitz haben Schüler, Eltern und Initiatoren ihre Schülerreise nach Paraguay ausgewertet. Dazu haben alle 5 Schüler des Friedrich-Engels-Gymnasiums Senftenberg ihre Erlebnisse und Eindrücke zusammengefasst. Das Fazit: Es waren unvergessliche Erfahrungen, die Schüler auch künftig prägen werden. Die Freundlichkeit, Dankbarkeit und der Glaube der Menschen in der Kolonie Fernheim an Gott seien
seien beeindruckend, regen aber auch zum Nachdenken an, so die Schüler in ihren Berichten. Auch die fremde Flora und Fauna habe die Schüler beeindruckt. Im November ist ein Besuch von Schülern aus Paraguay in Senftenberg geplant und ein weiterer Austausch von Senftenberg nach Paraguay soll ein Thema bei der nächsten Schulkonferenz sein. Und jetzt folgen hier weitere Kurzmeldungen. Im Rathaus Welzow ist der Bereich Finanzen von Montag an nur eingeschränkt arbeitsfähig. Grund ist die Einrichtung einer neuen Finanzsoftware. Deshalb sind bis zum 29. April keine Ein- und Auszahlungen in der Kasse möglich. Mädchen und Jungen der Friedrich-Starke-Grundschule Elsterwerda wurden für die Kindertagsfeiern der Staatskanzlei ausgewählt. Am 31. Mai feiern sie mit Ministerpräsident Dietmar Woidke und Bildungsminister Steffen Freiberg. In Potsdam präsentieren sie ihr Kunstprogramm und besuchen gemeinsam mit anderen Schulkindern aus Brandenburg den Filmpark Babelsberg. Der Campingplatz in Ortrand hat das Siegel familienfreundlich im Lausitzer Seenland erhalten. Er biete familienfreundliche Freizeitangebote, Sanitäranlagen und Ausstattungen. Das Siegel sei eine Orientierungshilfe bei der Urlaubsplanung, erklärt Markus Heberle, der stellvertretende Geschäftsführer des Tourismusverbandes Lausitzer Seenland. Achtung, Wildwechsel heißt es in den kommenden Wochen wieder für alle Kraftfahrer in der Region. Laut Landesjagdverband passieren die meisten Wildunfälle in den Monaten April und Mai. Besonders risikoreich sei die Zeit von 6 bis 8 Uhr morgens und abends zwischen 21 und 23 Uhr. Ursachen seien Revierkämpfe der Tiere und die stärkere Futtersuche nach dem Winter. Zudem falle der Berufsverkehr nach der Zeitumstellung morgens wieder in die Dämmerung. Alle Verkehrsteilnehmer sollten deshalb in dieser Zeit besonders vorsichtig sein. Gefährlich sind vor allem Waldgebiete und Straßen entlang von Waldfeldkanten. Das waren unsere Meldungen für Sie. Hier folgt nun noch das Wochenendwetter. Egal ob frühlingshaft mild, sonnig, regnerisch oder frostig. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Der Samstag wird leicht bewölkt und die Sonne scheint auch öfters mal aus den Wolken hervor. Mit Regen ist nicht zu rechnen und es bleibt angenehm bei 12 bis 22 Grad. Sonntag ist der Himmel tagsüber bedeckt mit leichten Windböen und Werten von 10 bis 17 Grad. Am Montag bleibt es wieder abwechselnd sonnig und wolkig bei Temperaturen von 8 bis 16 Grad. Erst in der Nacht kommt es zu einigen Schauern.